Ein ganz wesentlicher Tipp ist natürlich unerlässlich, und zwar, dass man sich schon mit MOOCs auseinandersetzt, und zwar indem man sie anschaut, indem man sie besucht, indem man sich einfach viele Ideen und Inspirationen von bereits vorhandenen MOOCs holt. So kann man auf jeden Fall den eigenen Einstieg in die Produktion und in die Erstellung eines MOOCs erleichtern. Schaut euch mal auf iMOOCs um. Es gibt da schon wahnsinnig viele tolle MOOCs, die man sich, wo man sich inspirieren lassen kann, und überlegt dann, wer ist eure Zielgruppe, was möchtet ihr gerne vermitteln, und dann, wie gesagt, mit einem guten Konzept, mit einer guten Struktur langsam und bedacht an die Sache herangehen. Mein Tipp wäre wirklich, sich nicht zu scheuen, auch einmal neue Videoformate auszuprobieren. Es muss nicht immer das klassische Vortragssetting im Studio sein. Es kann auch vielleicht einmal ein Video mit Playmobil-Figuren oder eine szenische Darstellung in einem Klassenzimmer sein. Also wirklich auch mal neue Dinge ausprobieren. Es ist immer wieder, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man das Drehbuch schreibt und ein Video produziert, reflektiert und darüber nachdenkt, was soll jemand aus diesem Video lernen, was wurde gelernt, was kann man lernen, und bringe ich das gut herüber, was die wirkliche Kernbotschaft ist. Und das klingt trivialer, als es ist, aber wenn man sich mit Abstand ein Video wieder ansieht und sagt, okay, was gibt's da alles für Aussagen und ist das Wichtigste noch einmal betont, kann die Person, die sich das ansieht, auch tatsächlich mitnehmen. Ich glaube, dann hat man vieles richtig gemacht. Plant genügend Zeit für die Erstellung des Drehbuchs ein und plant auch ein, euch Feedback von den Kolleginnen zu holen. Diese Zeit kann man meistens dann während der Dreharbeiten gut einholen, weil die Dreharbeiten viel reibungsloser und entspannter ablaufen können. Das Überraschendste bei der Erstellung eines MOOCs war bei iMOOCs zuallererst einmal, wie gut Moodle aussehen kann und wie einladend das zur Interaktion ist. Weiters war überraschend am Anfang der Aufwand, wie viel so ein MOOC in der Produktion eigentlich ist, aber im Verlauf dann auch, wie schnell so ein Kurs voll wird. Das heißt, es ist wichtig, sich da ein bisschen anzuschauen, dass man gut plant und von vornherein weiß, was man tun sollte, bevor man loslegt. Ja, einen MOOC zu erstellen ist sicher keine Ruckzuck-Aktion und funktioniert vielleicht auch beim ersten Mal nicht gleich so, wie man es möchte. Es verlangt auch, darüber nachzudenken, was macht gute Lehre aus und wie kann ich Inhalte kompakt, strukturiert, motivierend und spannend, anschaulich vermitteln. Wenn man Videos selber dreht und wirklich alle Ressourcen, Übungen, Aufgaben selber konzipiert, dann ist der Gesamtaufwand schon sehr hoch. Ich sage nur, wir haben jetzt den vierten MOOC selber produziert und ein halbes Jahr für die Vorbereitung gebraucht. Das Überraschendste bei der MOOC-Erstellung war für mich, dass es doch recht zeitaufwendig ist. Einerseits das Erstellen der Materialien und Videos, aber andererseits auch das Einpflegen der Materialien in den Kurs. Bis man wirklich zufrieden ist, dauert das doch eine gewisse Zeit. Ein MOOC ist sicher nicht ein Projekt, das du alleine durchziehst, sondern von vielen weiteren, von externen Faktoren abhängig, die du nicht immer beeinflussen kannst. Bis wann muss was und in welcher Form fertig sein? Das sind Fragen, das sind Punkte, die sollten möglichst früh schon definiert und abgeklärt sein. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch das didaktische Design. Das sollte wirklich durchdacht und gut geplant sein, damit der MOOC dann als Ganzes gut funktioniert. Wenn H5P für euch noch Neuland ist, schaut euch unbedingt die Möglichkeiten an und nutzt sie im Rahmen eures MOOCs didaktisch gewinnbringend. Ganz wichtig ist es aus unserer Sicht, den MOOC mit Leben zu füllen, also wirklich Austauschmöglichkeiten anzubieten, zum Beispiel Begleitgruppen, Webinare oder Sprechstunden. Mit auf den Weg geben möchte ich euch auch noch, dass ihr euch nicht unbedingt immer mit der vorhandenen Struktur in iMOOCs mit den Moodle-Templates zufrieden geben müsst. Ihr könnt auch sehr gern Feature-Requests schicken und dann wird das iMOOCs-Team die bestmöglich umsetzen. Abgesehen davon, am besten einfach sehr viel Spaß haben. Habt einfach Spaß bei der Erstellung eures MOOCs und gebt diese Freude auch an die Teilnehmerinnen weiter. In der Regel springt dieser Funke über und ihr bekommt es als positives Feedback auf euren MOOC wieder zurück. Ja, und dass man es genießt und einfach Spaß dabei hat, denn so eine MOOC-Erstellung macht wirklich viel Freude. Du hast eine Idee? Setze sie einfach um. Probier es aus. Ja, probiert euch aus. Habt Spaß bei der Erstellung von MOOCs. Es ist natürlich viel vorgegeben durch die Inhaltsverantwortlichen, aber gerade wenn es um die Überwindung von Problemen kommt, kann man durchaus sehr kreativ sein und auch sonst kann man dem MOOC
einen eigenen Stil auch geben. Schließlich seid ihr ja auch die tatsächlichen Ersteller dann des MOOCs. Habt viel Spaß!